Das hat sich gelohnt. Und wie? Wir kommen mit 3 Punkten im Gepäck aus einer der schönsten Städte der Welt, nämlich aus London, zurück. Und ja, das sieht super aus, dass wir hier unser Finale bekommen, was wir uns wünschen, nämlich gegen den FC Everton. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Gewinnen 2:0 im zweiten Halbfinale gegen den FC Sevilla aus Spanien. René Adler hat uns heute das Ding festgehalten, die super Paraden ganz am Anfang des Spiels, wo natürlich dann es sein kann, wenn da so ein Ball reingeht, dass das Spiel komplett anders läuft und eben nicht 1:0 für uns. Cech hat auch super gehalten. Wer schwach war, war Usero. Nur eine 4. Also Geld ist keine Garantie für gute Noten, für gute Spiele und auch nicht für Titel. Weil, Chelsea komplett außer Form. Ihr habt es nicht gesehen, ihr habt es gesehen im Ladebildschirm vor dem 3D-Spiel. Also Form ist absolute Katastrophe. Das ist, logisch, klar. Die haben natürlich andere Ansprüche als Platz 7 in der Liga. Und das hat man heute gesehen, dass die Form einfach nicht da war. Selbstvertrauen nicht. Und dann verlierst du eben zu Hause gegen eine Mannschaft aus Deutschland, gegen den HSV, die, anders als sie selbst, natürlich gut im Saft stehen. Im DFB-Pokal im Finale stehen, in der Bundesliga einen soliden dritten Platz haben und auch hier jetzt auf dem besten Wege sind, ins Finale zu kommen. Ja, Benatia war noch der Beste bei Chelsea. Auch von Eden Hazard kam nicht viel. Igor Kasakov hat ein paar Chancen vorne gehabt, die er vermasselt hat. Deswegen auch nur eine 4,5. Ja, wir haben schon geguckt, Statistiken. Coquelin ist Spieler des Spiels. Also ich meine, für mich ist er eher Aufreger des Spiels gewesen. Der hat sich da schon arg ordentliche Böcke geleistet, die aber Gott sei Dank nie wirklich zum Gefahr wurden. Aber das war schon zu leichtsinnig, das kannst du dir nicht oft erlauben. Also wenn da wirklich Leute stehen, die nicht nur Talent haben, die absolut Weltklasse-Format haben und die dazu noch eine gute Form haben, dann geht sowas schief. Chelsea hatte heute die Form nicht. Und deswegen konnten wir hier hinten 2:0 spielen und vorne das eine Ding durch Ezekiel, das war natürlich auch klasse gemacht. Da kam der Tschech nicht mehr hinterher, das war super unten in die Ecke geschlänzt, ins lange Eck. So, Ergebnisse, ja okay, Victor Fischer und Kevin Maxwell, also wieder die beiden Stürmer des FC Everton, die da zu Hause im Goodison Park in Liverpool. Vorentscheidung kann man vielleicht fast schon sagen, weil Sevilla macht das Auswärtstor nicht, muss jetzt zu Hause selbst 2 Tore schießen und wenn Everton trifft, müssen sie 4 machen. Also ich denke mal, das müsste doch irgendwie zu knacken sein für Liverpool, nicht für Liverpool, für Everton natürlich. Die Stimmen, was sagen wir denn? Ich sage den Jungs ja immer wieder, wenn sie das tun, was ich ihnen sage, dann haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Ja, Level 10, der Baumader, ne? Der hat mittlerweile auch schon ein gesundes Selbstvertrauen, dass er sich zu solchen Sprüchen da mal hinreißen lassen kann. Ross Barkley, es gibt nur einen Ball, wenn der Gegner ihn hat, dann muss man sich fragen, warum, ja warum und was muss man machen, ihn sich wiederholen. So ist es. Das haben wir heute auch sehr gut gemacht, also nicht nur die Toffees. Super Hinspiele hier im Halbfinale, ich bin glücklich. Also wir haben gewonnen, kein Gegentor. Everton hat gewonnen, kein Gegentor. Darauf kann man aufbauen. So, die alle hier aufgelistet sind, sind lange nicht mehr dabei. Mehdi, Benatia und Jan Lechaks in der Verlosung hier, im Duell. Beide eine 3, also ja, trennen sich hier fair. Und ich würde sagen, wir gehen in die Woche. Ach, die mit ihrem, also irgendwie haben die sich anscheinend an Daniel Ahmed Saad Abdallah hier Narren gefressen, weil die mich schon wieder fragen, das haben die ja letztens erst. Wurde nicht eingewechselt, das weiß ich. Ich will mir nicht reinquatschen lassen. Eben letztes Mal habe ich gesagt, dass ich da, dass der das selber machen soll. Wenn er meint, er könnte das besser. Ja, verlieren wir halt ein bisschen was. 50 Pflichtspiele bereits für den HSV. Ja klar, das merkst du. Ist natürlich kein Vergleich zu England. Das haben wir ja vorher auch gesehen mit Everton, was da gespielt wird. Das sind ja teilweise 70 Spiele und dann noch mehr. Wenn du wirklich europäisch dabei bist und weit kommst. Und dann noch die Länderspiele. Schön für dich. Wir spielen auswärts in Stuttgart. Die sind 9. und treffen damit auf einen ehemaligen Bekannten auf Russell in Gangkam.
damals, als wir mit Nürnberg angefangen haben, war er in der zweiten Mannschaft, war ein aufstrebendes Talent. Ich habe aber zwischenzeitlich dann irgendwann nicht mehr gedacht, dass der noch was wird. Und der hat mich da Lügen gestraft. Wie schon so oft erwähnt, also er hat sich klasse entwickelt. So, wir haben ja eben ein Stichwort gesehen. Daniel Ahmed Saad Abdallah, der hat eine Form von 13. Und den möchte ich auch spielen lassen für Lechax. Wir müssen jetzt hier wirklich mal schauen, dass wir die Jungs aufbieten, die eine gute Frische haben. Dass wir einfach hier ein paar Leute schonen können. Das ist jetzt gegen Chelsea dann. Das ist ja dann schon 5 Tage später. Dass es nicht schief geht. Chiellini darf heute auch für Jonathan Tah. Spielt dann quasi mit Hinteregger zusammen. Wo ist denn eigentlich der... Der Rajkovic, ja, was mache ich mit dem? Kann eigentlich auch nochmal spielen, ne? Ich will aber nicht zu viel machen. Das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass es dann wirklich schief geht. Beister, Form von 13. Das ganze Ding machen wir im Textmodus, würde ich sagen. Ezekiel, Paco. Warte mal, ich muss ja mal gucken, Paco. Ja, der darf noch 2 Spiele. 2-mal darf er noch. 2-mal, wir haben noch jetzt Bundesliga, haben wir noch... Ja, 4 Spiele, ja, das wissen wir ja. Das wird teuer, ne, wenn wir den jetzt oft aufbieten. Ich denke mal gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf, das ist nämlich ein Heimspiel und Hoffenheim auch. Ich denke mal, der macht die beiden Heimspiele. Ne, darf er ja gar nicht. Darf er nicht 2. Das ist doof. Na gut, dann macht er gegen Düsseldorf das Spiel. Gut, DFB-Pokal darf er ja, glaube ich, auch. Also ich nehme mal an, dass es damit gemeint ist, dass die Liga-Spiele zählen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich nehme es einfach an, deswegen 1,5 Millionen ist nämlich ein Batzen Geld. Obwohl, eigentlich könnte ich sagen, ich scheiß drauf, ne? Wir haben ja sowieso danach das Ende, sozusagen. Neue Idee für Fanartikel. Jugendspieler beendet Karriere. Von mir aus. Dann werd halt Zahnarzt. Ist dein Papi auch glücklich. So, schauen wir uns mal die Mannschaft an. Stöger natürlich gegen seinen ehemaligen Verein. Wird er auch brennen. Ein Gangkamp bekommt von mir die Sonderbewachung, dass der einfach mal heute keine Tore schießt. Kanesin und die Davi auf den Außenbuff auf der offensiven Position. Das haben wir auch schon oft so gesehen. Und hinten steht mal wieder einer, der hat eine 78, das ist Ulreich. Und ich glaube, da muss ich kein Prophet sein, um euch zu sagen, dass der uns wieder ärgern wird. Ich hab's im Gefühl. Infrastruktur, kann ich denn hier noch irgendwas machen? 4,6 Millionen, das reicht auf jeden Fall. Das Trainingszentrum hier. Bin mal gespannt, ob wir das noch erleben werden. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Monate Zeit. Das ist in 78 Tagen fertig, also erleben wir nicht mehr. Egal. Macht nichts. Transfer, ne, ich wollte hier gucken. Aufs Buchungsjournal. Rest der Saison. Ja, wir sind da im Plus auf jeden Fall. Es kommt ja dann auch noch wieder am Ende Fernsehgeld rein und Platzierungsbonus. Also das können wir uns ganz entspannt angucken. Was dann da passiert. Genau, Trikots. Ich wollte mal bei den Rückennummern gucken, wie das hier ausschaut. Der Hinteregger, der hat ja wirklich die 36, zumindest bei Salzburg. Habe ich jetzt gesehen, als ich FIFA gespielt habe. Da hatte ich ja dann die 3. Runde Europa League gegen die Salzburger. Und da hat Hinteregger, ja, er hat nicht gespielt, saß auf der Bank rum. Aber da habe ich gesehen, dass er die 36 hat. Wir haben sehr wenig Nummern besetzt hier. Also wirklich sehr viel hier unten. Aber das macht ja auch nichts. So, hier nochmal gucken. Abschließend noch nicht ganz. Die haben ja auch noch jetzt 4 Spiele. Ja, das ist relativ eng. Also die können theoretisch bis noch hier auf 14 runterfallen. Und ja, höchstens noch den 8. holen. Weil hier ist Frankfurt 14 Punkte vor. Das geht ja gar nicht mehr. Der Absteiger, ne, aus der zweiten Liga. Aber dass diese Lüneburger hier so abgehen, die haben jetzt sogar hier noch die Möglichkeit, direkt aufzusteigen in die zweite Liga. Mann. Die sind richtig klasse. Die Lüneburger. Ach genau, ich wollte doch... Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich noch nach dem Frankfurt-Spiel vergessen. Ich wollte mir doch den Kehrer da angucken. Den Kehrer, den Rechtsverteidiger hier. Könnte man sich schnappen, ne? Was hat denn der für einen Vertrag? Ja, aber Abstieg, also nicht,
irgendwo ist hier eine Flause drin, dass er da gehen könnte, bei Abstieg, was ja danach aussieht, momentan. So. Ja, Schmerzgrenze ist sehr hoch. Das hindert mich aber nicht daran. Wir haben noch Transfer 8,4 Millionen, deswegen, das könnten wir machen. Saisonende. Für 4,5, mal gucken, was Armin Fee sagt. Da soll er jetzt auch noch ein bisschen Störfeuer von außen reinbekommen. Wir können mal reingucken. Ich finde es immer ganz interessant, mal in die Ligen so, ne? Also wie die stehen. England, das kennen wir, das brauchen wir nicht. Frankreich. Ja, das ist eine einseitige Sache. Leider. Ne? Wir haben hier kein AS Monaco. Die sind dann wahrscheinlich... Ja. Wo sind die? Ach doch, die sind ja da drin. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die weiter oben erwartet. Deswegen, wo ich die hier nicht gesehen habe, habe ich gedacht, die sind halt irgendwo in der 2. Liga noch. Nee, nee. Also die sind schon irgendwo hier aufgestiegen gewesen. Irgendwann, wo sieht man das? Da. 2015. Also nicht direkt. Also 2013 und dann 2014 sind sie aufgestiegen. Also in der 2. Saison sozusagen. Haben natürlich hier nicht Falcao und die ganzen Brüder, die dann erst später natürlich kamen. Aber na gut, Paris hat natürlich hier keine Gegner so richtig. Olympique Lyon ist auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Leider. Also das war schon wirklich stark, was die gemacht haben. Ich meine, serienmäßig, wie viel mal in Folge? 7 Mal, glaube ich. Saint-Étienne, Marseille, Montpellier. Das sind eigentlich die typischen Vereine, ne, in Frankreich. Gucken wir mal Italien. AS Rom, also wie in der Wirklichkeit sind die hier vorne. Vor Inter, Juventus und AC Mailand. Also, ja, da fehlt eigentlich auch keiner. Doch, Lazio, 13. Das ist natürlich ein bitteres Jahr. Für Lazio. Also wenn ich mir überlege, dass mein Erzrivale wahrscheinlich Meister wird oder Champions League spielt und ich da über 30 Punkte Rückstand habe und 13er bin, das würde mich nicht gerade freuen. So, Holland. Ja, die großen beiden, ne? Eindhoven und Ajax auf den ersten beiden Plätzen. Kleiner Sicherheitsabstand, dann kommt Heerenveen, dann kommt Feyenoord. Und irgendjemand fehlt doch, genau, Alkmaar. Nur auf der 11, Twente auf der 5. Portugal, Sporting, Benfica und Porto nur auf der 6. Also da haben wir ja Europa League gegen gespielt und ich glaube, seitdem sind die irgendwie so ein bisschen im Tal der Tränen angekommen. Russland, Lokomotive ist vorne. Mal gucken, was hat denn Caicedo gemacht? Was hat denn Caicedo gemacht? Ja. Der hat hier getroffen gegen St. Petersburg. Da hat er das entscheidende Tor gemacht. Ja. Ich glaube, ich schicke dir mal eine Grußkarte darüber. Schottland. Ja, immer noch nichts zu sehen von Rivalen von Celtic. Von den Glasgow Rangers. Die sind immer noch unter ferner Liefen hier irgendwo. Gibt auch gar keine 2. Liga. Habe ich nicht mitsimulieren lassen. Ja, das ist natürlich auch eine klare Sache. 10 Punkte Vorsprung vor Motherwell. Und dann Ross County, FC Aberdeen, Inverness, Caledonia Thistle. Das ist die Top 5. Das sagt einem ja kaum was. Ne? Das ist der erste, den kennt man. Und danach dann wird es dünne. Das ist einfach so ein bisschen schade. Aber ja gut, Schottland lebte wirklich von diesen beiden Mannschaften. Da hat es eigentlich nur vorher geheißen, vor der Saison, wer wird Meister? Ne? Celtic oder Glasgow Rangers? Jetzt weißt du es eigentlich vorher schon. Celtic wahrscheinlich Abo-Meister auf die nächsten 10 Jahre. So, in der Schweiz, WSC Young Boys Bern, der Pokalsieger vor Meister vom FC Basel. Und dann kommt gar nichts mehr, lange Zeit, 12 Punkte dahinter, der FC Zürich. Tja, so ein bisschen spanische Verhältnisse, ne? Das haben wir ja hier auch wieder. Obwohl, das geht. Also Bilbao hält mit, aber sonst dahinter auch nicht so richtig. Valencia, Atletico, FC Sevilla. Der Europapokal-Halbfinalist ist hier nur auf der 7. Also wie bei Chelsea, ne? Wie bei Chelsea. Ist interessant. So, was haben wir noch Schönes? Türkei. Mal für die Interessierten, die das gerne sehen möchten. Beşiktaş vor Galatasaray, Bursaspor, Trabzonspor. Und ab da höre ich auf, weil das nächste kann ich nicht aussprechen. Gençler Birliçi wahrscheinlich. Dann Fenerbahçe, Gaziantepspor. Ja, mittlerweile, man kennt sich natürlich aus. Also zumindest die Namen hat man schon mal überall gelesen und gehört.
Aber frag mich nicht, wer der jetzt spielt. Also da habe ich keine Ahnung. Gaziantepspor zum Beispiel, da kann ich euch keinen einzigen Spieler sagen. In den USA, wie sieht's denn da aus? Alec Galaxy, ach Gott, die waren doch wahrscheinlich permanent, als wir hier gespielt haben, sind die doch wahrscheinlich hier immer Meister gewesen. Ne, einmal nicht. 2017 nur Zweiter geworden, schämt euch. Tja, bekannte Spieler drin hier. Michael Form zum Beispiel, aber ansonsten, ja, da wird's doch schon wieder dünne. Ich dachte hier ein paar deutsche, Bjarne Tölke kennt man. Ja, Oviedo ist auch noch hier. Genau, Brian Oviedo. Den haben wir ja dahin verkauft. Von Everton. Vor ungefähr fast 2 Jahren. 52 Spiele gemacht. Also hat sich da auch in der Stammmannschaft gehalten. Schön. Was haben die denn? 81 Punkte, 78 ist Chicago Fire. Ich glaube, hier steigt doch keiner ab. Das ist ja mit diesem Franchise, dass die Dinger vorher verkauft werden. Dass du quasi nur umziehen kannst. Wenn du irgendwie mitspielen möchtest. So, Österreich haben wir noch. Sturm Graz. Sind die pervers. 66 Punkte, Red Bull Salzburg 58. Das will ich jetzt auch mal sehen. Das will ich jetzt auch mal sehen, wie die Mannschaft, die waren eigentlich immer gut. Die sind Fünfter geworden in der Startsaison. Dann Zweiter, Dritter, Dritter, Erster, Erster, Zweiter. Also wirklich seit der ersten Saison permanent unter den Top 3 mit dieser Mannschaft. Manuel Zeitz ist hier, ne? Sieh mal einer an. Den haben wir ja damals in Nürnberg auch gehabt. Ja, ablösefrei ist er hier hingekommen. Ja, und das Wichtigste für den ist auf jeden Fall, der spielt hier. Kevin Scheitauer, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Wahrscheinlich Bochum. Schalke, Imo hier unten, Bochum, genau, Wolfsburg. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ne? Soltan Stieber ist auch hier. Ehemals Aachen, Fürth. Genau. Damals nochmal, Mainz ist er auch gewesen. Finde ich nicht schlecht. Also ist ja auch mal schön, wenn, sagen wir mal, so ein kleiner Verein da oben mitspielt. Nur nicht immer nur die Großen. Haben wir jetzt in Spanien auch gesehen, eben mit Bilbao. Das ist sowieso das Größte eigentlich, ne, dass die da oben mitspielen, weil die haben ja nur Basken in der Mannschaft. Das wisst ihr bestimmt alle. Also die kaufen ja nicht ein. Also die kaufen nur wirklich Spieler, die von der Herkunft ja Basken sind. Hier zum Beispiel. Bei Echeverria ist immer das schön. Und dann wirklich aus diesem Pool, der ja wirklich nicht gerade groß ist, dann immer wieder die Spieler rauszuziehen und sich schon seit Jahrhunderten in der ersten Liga zu halten. Ich glaube, die sind mit Barca und mit Real Gründungsmitglied der Liga, die noch nie abgestiegen sind. Und immer einstellige Plätze hier. Im ersten Jahrzehnter und danach wirklich immer oben dabei gewesen. Das ist klasse. So, haben wir die kleine Europatour mal mit ein paar Hustern wieder zwischendrin beendet. Finde ich mal ganz interessant. Was haben wir denn hier unten jetzt noch? Okay, ach so, das ist von Kera. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja vorher schon alles eingestellt. Ich gucke lieber nochmal spaßeshalber drauf, ob hier alles passt. Gegen Stuttgart. Die, Manndeckung habe ich auch. habe ich auch festgesetzt. Von daher können wir eigentlich sagen, wir starten im Textmodus gegen Stuttgart. Danach kommt das Chelsea-Spiel, das Rückspiel, wo es dann wirklich schon abhängen wird. Bekommen wir unser Superfinale oder müssen wir am Ende des Jahres ein Freundschaftsspiel gegen Everton machen? Bis gleich.